Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute tun wir zusammen mit dem Flobby. Hallo. Fortnite-Waffen erraten an 4 Merkmalen. Und beispielsweise ist ein Merkmal, welche Munitionsgröße die jeweilige Waffe hat, welche Nachladezeit oder natürlich wie viel Damage die jeweilige Waffe macht. Lasst gerne eine positive Wertung, wenn das ganze Video gefällt. Schaut gerne beim Flobby vorbei, der macht auch mega geile Videos unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst uns mal auf dem Video hier die 5000 Likes knacken, würde mich mega, mega freuen. Und teilt das Video gerne mit euren Freunden und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. Nach mir zurück auf jeden Fall. Keine Ahnung, du darfst entscheiden. Wer beginnt mit dem ersten? Oder glaube ich, du entscheidest? Du öffnest zuerst. Oh Gott. Also ich habe jetzt 4 Merkmale bekommen. 66 Body bedeutet, die Waffe macht 66 Schaden auf dem Körper. 165 Hit, 2,3 Re. Er ist auf jeden Fall eine Sniper. Auch sieht man noch an der Munition oben rechts. Macht, warte mal, hat es was zu bedeuten, weshalb das unten rechts gelb ist? Nein. Nicht? Okay, hast einfach nein, so. Nein, ich hab's bei jedem so, genau. Okay. Oh, ich überleg gerade, ist auf jeden Fall eine Sniper. Es kann keine normale Sniper sein. Weil normale Sniper macht auf dem Body, nein, die macht safe viel mehr. Eine normale Sniper macht auf dem Body doch nicht weniger Damage wie eine Scar. Geht nicht. Boah, ich überleg gerade. Oder warte mal, oder kann es diese neue Infrarot sein? Oder macht die 100? Nee, die macht keine 105. Ich würde sagen, das ist diese halbautomatische Sniper, aber ich weiß nicht welche. Okay, boah, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sage ich halbautomatische. Weiß nicht, wie viel Damage die machen. 66 hört sich so wenig an. Oder für eine halbautomatische? Naja. 2,3 Reload-Time. Ich sag jetzt einfach mal. Warte mal. Was gibt's denn alles für Waffen, die mit Sniper sind? Halbauto? Welche noch? Jagdgewehr? Welche noch? Normale Sniper? Welche noch? Keine Ahnung. Ja, das wusste. Ja, okay. Achso, Handcannon? Shit. Fuck. Ich sag jetzt trotzdem. Aber keine davon macht 66 Damage. Ich sag jetzt einfach die Halbauto Legendary. No joke. Ich sag jetzt einfach. Halbauto Legendary. Ja, und? Ist es richtig? Ja, halbautomatisch, ja. Nein, ich, weil das doch. Ding ist, keine Waffe macht weniger, also keine Sniper macht weniger Damage wie eine Scar, außer halt die. Und ich weiß gar nicht. Und das Ding ist halt... Ich weiß, ich hab's einfach mal gesagt, wegen der Reload-Time. Das Ding ist halt, du hattest sogar mit Legendary richtig, ne? Echt jetzt? Ja. Ja, geil, 1-0. Puh, geht doch. Ich wollte dich so auf die Diegelrumpen wegmachen, ne? Ja, okay, ich öffne jetzt das erste von dir. Das ist nur dasselbe ist. Achso, ja. Was heißt denn 110 Damage? Auf Körper oder auf Kopf? Ich glaube, Körper, oder? Warte, ich guck nochmal nach. Aber müsste Körper sein, ja? Locker, warte mal. Du guckst nicht nach. Nein, nein. Selber kurz nachgucken. Kann man nicht da rausfinden. Soll ich den Screen schicken, dass ich nicht gucke? Nein, alles cool. Alter. Er ist eigentlich sauer einfach, noch Joke. Wie lange habe ich ungefähr? Ja, keine Ahnung. Was könnte es denn sein? Red mal ein bisschen. Also ein Jagdgewehr glaube ich nicht, weil Jagd mir auf Körper, hast du gesagt. Junge, guck dir mal das eine Merkmal an, du Dulli. Ja, es ist noch... Warte mal. 110 ja. Damage. Okay, also, du hast einen Sniper. Warte, vielleicht willst du mich ja nur... Du willst dich locker nur ablenken. Warte, man kriegt ja nur eine Legendary aus dem Loot-Job. Vielleicht. Warte, ja. Ist es eine lilane Sniper? Eine normale lilane Sniper? Ich verrate nichts hier, gell? Also, sorry, muss ich für eins sagen. Es ist eine lilane Dingsda-Sniper. Einfach mal so. Ja. Ja, ist richtig. Hey, ist eigentlich voll gut. Ja, das ist richtig. Ja. Ist aber voll gut gemacht. So ein bisschen, so richtig obvious reinballern mit der Sniper direkt als Merkmal. Komm, sei mal leise. Nur ich hab das gut gemacht, ja? Ja. Alles cool. Ach. Ich öffne mal deinen zweiten Screenshot. Genau. Pff, was ist das denn? wie so ein Kürbis. Ja, warum nicht? Hä? Dann ist es ein Event, ist es eine Eventwaffe? Oder ist es eine Waffe? Warte mal, machen die Eventwaffen eigentlich gleich viel Damage wie die normalen? Ja. Ja, dann ist es ein Raketenwerfer. Weil da gab's, kenne ich nämlich von so einem Screenshot, dass da so ein Pumpkin an der Spitze drauf ist, kenne ich. Aber ich weiß nicht, was für einen. Raketenwerfer oder Granatenwerfer? Raketenwerfer, sage ich. Aber ich weiß nicht, welcher. Was gibt's denn eigentlich für Raketenwerferfarben? Ja, lila und Gold und Blau. Gold, Body 110, Kopf 110. Ist halt richtig low eigentlich, gell? Ich sag jetzt einfach mal, der blaue Raketenwerfer. Der blaue, sagst du? Ja. Der blaue? Ja. Da muss ich wohl sagen, das ist richtig. Oh mein Gott. Aber macht der wirklich so viel Damage, der blaue? Ja. Krass. Okay, das ist heftig. Aber wir sind voll gut, no joke. Jetzt bist du bitte mit dem zweiten dran. Nehme ich überhaupt gerade auf. Chill mal. Ja, sehr gut. Da öffne ich mal. Dacht denn, was ist Supply Drop 20% RC? So, ist die Drop-Chance in Real. Warte. Supply. So 20% findet man die Waffe in einem Loot Drop. Ist ja so, ist so einfach eigentlich. Darfst du nicht auf ein Merkmal immer festmachen, gell? Ja, ich weiß, Gemma. Mir fällt nur eine ein. Was denn? Sag mal, was dir im Kopf so ist. Muss ja nicht direkt antworten. Fällt der Name nur nicht gerade ein. Das ist eine Pistole auf jeden Fall. Das ist die USPS, oder? Ja, aber schau mal, was hast du denn für eine... Ja, aber gibt's die wirklich aus dem Loot Drop? USPS, ja. Ja, aber was hat er denn für eine Munition? Schau mal. Ja, USPS hat ein Mini. Aber die macht die wirklich 19 Damage? Nein, doch. Erzähl mal, komm.
Sag eine Antwort. Sag die USPS. Was ist eigentlich die USPS? Mit dem Schalldämpfer. Ist es die Submachine Gun? Hä? Nein, diese eine mit dem, die man auch bei CSGO da vorne diesen Schalldämpfer abmachen kann. USPS. Halt, die es in Gold und in Lila gibt. Ach, die, Burst? Hä? Ich weiß nicht, die gibt's doch nicht in Gold, Junge. Ach doch, hä? Wie heißt okay, die? Dann sag mal, wie heißt deine, also die das ist eigentlich? Ist die goldene Minigun, lol. Was hast du gesagt? Oh mein Gott, Minigun. Was hast du gesagt? USPS. USPS ist einfach die Pistole. What the fuck? Ja. Ja, aber nee, das ist die nicht. Die macht viel mehr Damage, hättest du sehen müssen. Ja, ich hab nicht an die Minigun gedacht. Ja, 1 zu... Nee, 2-1. 2-1. Flobby, Bestrafung. Schon aufgeregt? Nein. 2-1, du musst jetzt mein drittes öffnen. Oh, bro, ich hab grad mein drittes geöffnet. Okay. 22 Schaden auf dem Körper. Grau? Ne, graue Waffe. 44 Head. Reload Time 2,2. Ich würde. Warte mal, wie viel Nachladezeit hat eine Pistole? Body? Ich darf nicht nachgucken. Nee, nee, mach ich nicht. Aber das Ding ist mit der Nachladezeit. Ich weiß nur, dass eine Pistole relativ schnell reloadet. Aber das Ding ist, eine Minigun... 2 ist schnell. Ja, deswegen. 2 ist eigentlich relativ schnell. Aber guck mal, wenn eine Minigun 4,5 hat, das sind ja alle in dem Bereich so. Man kann aber warte mal jetzt mal. Ja? Wie, eine Minigun lädt doch gar nicht nach. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Die hat 999 Schuss, wenn du alles voll hast. Die lädt nicht nach. Warte, ich geh mal auf die Seite. Klar, stand da dran. Es, aber eine Minigun lädt nicht nach. Deswegen bin ich auch nicht auf... Minigun gekommen. Aber da steht Reload Time 4,5. Ja, aber guck dir doch mal. Hallo, aber wenn du wenn du auf 0 Munition bist und erst Munition aufhebst, dann lädst du die nach. Zu 100%. Doch, zu 100%. Okay, okay, werden wir so stehen lassen, werden wir gleich kontrollieren, Marc. Wie willst du das kontrollieren, Alter? Ich geh gleich ingame. Bist du eine Minigun? Ja, Junge. Doch. Hallo, das ist doch rein logisch. Wenn du eine Minigun hast, die auf 0 Schuss ist und du dann 100 Mini-Munition aufhebst, die wird doch erst nachgeladen. Okay, sie wird doch nachgeladen, hast du. Siehst du? Also macht das Sinn. Ja, tut mir ja, leid. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja auch eine Lenkrakete von mir. Eine graue Lenkrakete. Ich sage jetzt einfach graue Pistole, sorry. Nein. Ach, fuck, ja. Alter. So eine Maschinenpistole. Scheiße. Was? Oh Gott. Stimmt, das jetzt auch sein können? Ja. Aber die machen okay. fast ähnlich Damage, oder? Okay, 2-1 immer noch, ne? Ja. Jetzt öffne ich dein drittes. Ankommen. Also auch grau. Ja. Nee. Ey, natürlich. Nein, ja. Ankommen ist. Heißt das anders? Gewöhnlich. So, grün also, ne? Ungewöhnlich, ja. Ja. Und die Real Chance, dass man die auf einem Boden droppt, liegt bei 10,7%. Ey, Junge, das ist eine. Ach, Flobby. Das ist eine Tactical. An was erkennst du das denn? An den Shotgun, also an den Shotgun-Munition, an der Rechance, weil eine Pumpgun ist, glaube ich, seltener. Und, ja. Aber sicher, dass die Tactical so viel Damage macht? Ja. Sicher? Ja. Okay, dann was sagst du? Der Tactical. Ja, was für eine? Ja, die grüne. Okay, ja, ist eine grüne Tactical. Ja. Oh Gott. Warte, jetzt bin ich wieder im vierten dran, gell? 2. Oh Gott. Oh. Und jetzt habe ich wieder meins geöffnet, shit. Warte kurz. Er sagt schon, oh Gott. Oh, bro, was ist das denn? Ja. War das eine AR? Wer weiß. Ja, ja, steht, ja. Ist eh oben rechts. Muss los, Alter. Eine AR? Warte, bei welche Munition? Warte, diese neue Gun hat ja auch diese Waffe. Diese Munition. Die neue Waffe hat auch die Munition. Wer weiß? Doch, hat die. Nein. Doch. Nein. Es kann aber auch eine Scoped AR sein, oder? Haben die ja auch eine AR-Muni, oder? Ja, müsst auch AR-Muni haben. Ja, haben sie. Echt jetzt? Die Scope da eher, ja. Hä, aber kein... Hä, aber was macht denn nur 27 Damage? Eine Scar würde ich mal... Eine Scar würde ich auf jeden Fall mal ausschließen. Das macht für mich keinen Sinn, oder? Mhm. Warte mal. Ich tue eine Scar ausschließen. Okay, mach. Weil so... Bei dem letzten Video wurde ich so geknallt von der Scar. Weil ich glaube, eine okay. Scar macht bestimmt... Also eine goldene macht über 70 Headshot. Safe. Genau, ja. Hä? Genau. Was? Ne, ich lasse dich. Das Ding ist, Das Ding ist die AR. Ja. Ich habe vorher die Seite offen gehabt. Mhm. Normale AR, die machen alle in dem Bereich Schaden. Jede AR macht's. Also, ich meine M4 halt jetzt, gell? Als AR gerade. Ja. Alter. Also wenn die Scar schließt auf Burst. Fuck, Reload Time ist aber relativ 2,9. Warte mal, wenn es vorher die Sub-Ding war, dann 2,9 ist. Okay, könnte eigentlich schon eine M4 oder so sein. Mhm. Aber es könnte aber auch die neue. Also entweder eine Burst, eine M4 oder die neue Waffe. Diese Tommy Gunne, die heißt. Ja, oder halt eine Scar, ne? Oder halt eine Lenkrakete immer noch, ne? Ja, Lenkrakete wieder muss los. Oder ein C4. Ja, keine Ahnung. Also ich. Warte mal, 54 Headshot. Macht eine Burst macht so viel. Warte mal, eine Eier macht safe mehr Headshot. Also die Farmers gibt's ja auch noch, ne? Als Maul. Nein, die macht safe mehr. Die macht safe mehr im Kopf. Also die würde ich ausschließen. Die macht viel mehr Damage. Hier Farmers. Aber eine M4 würde ich ausschließen wegen Kopfschussschaden. Entweder, nein, ich lass dich mal. Ich würde entweder eine grüne oder eine blaue Burst nehmen oder die neuen Waffen. Okay. Ich sag einfach die neue Waffe, die grüne. Ja! Was? Ist richtig? Burst, graue Burst. 2-2 und ich öffne dein viertes.
Eine graue Burst ist das? Ja. Macht die so viel Damage? Hm? Alter, shit. Was? Alter, das war knapp. Oh Mann. Autosniper Legendary. Dein viertes ist Autosniper's Legendary. Wegen der Zeit. Ja. Ich kann schon wieder nicht verlieren. 3 zu 2. Du bist ein Lappen, Alter. Weil 18 Damage auf dem Body. Du weißt schon, dass ich vorher die gleiche Waffe hatte. Nur als Legendary, Bruder, was los? Das kann nur eine Minigun sein. Nichts aber du meinst. Das ist nur eine. Aber warte mal, ich will. Lila, eine Minigun. Was, okay, warte. Ja, okay, nimmst du die Minigun, aber deine Reload-Time war eben 4,9, ne? Mhm. Okay, willst du die Minigun einloggen? Hey, nein, die war nicht 4,9. Die war weniger, nein. Echt jetzt? Warte mal. Die war safe weniger. Welche hast du? Die zweite, ne? Ich guck mal jetzt nochmal an. Ja, nein, 4,5 war dein sogar. Ja, umso höher die wird, umso weniger Nachladezeit, du Dulli. Ja, ich sag, klar, bring mich nicht raus. Ich sag jetzt einfach Epic Minigun. Lila, nice, ne? Ja. Oh, ist. Hey, du, klar kannst du noch verlieren. Nein, jetzt steht's 3-3 und ich öffne dein letztes. Und du hast kein letztes mehr bei mir. Das wirst du eh nicht erraten. Müsst du nicht erraten. Maschinenpistole. Ja, und welche, du Dulli? Das ist jetzt die Frage. Die grüne. Von wo, wie kommst du darauf? Meine hat nämlich 44 die graue gemacht, deswegen bin ich jetzt einfach mal auf grün gegangen. Weil ich glaube nicht, dass eine blaue 2 mehr macht. Deswegen, deins macht 2 mehr. Ja! 5 ist zu falsch. 4 zu 13 gewonnen. Ist falsch. Einfach sehr leise. Ist falsch. Ah. Ja! Was ja? Ja, okay, war richtig. Halt's Maul. Ja, komm, jetzt ein bisschen Strafung. Du musst los, gell? Leute, lasst gern. Bei 10.000 Likes rasiere ich mir die Haare. Ja, überleg mal. Blobby. Geht das Video so ab? Das machen wir mal lieber nicht. Okay, soll ich Bestrafung machen? Du musst mir den neuen Battle Pass kaufen, den 25€ Battle Pass. Als Maul. Doch. Oh. Ja, das ist halt echt eine coole Idee, weil der bald rauskommt. Ja, und ich kein Geld habe dafür. Oh mein Gott. Ja, bruh. Jo, da gehen dann die Videoeinnahmen mal auf den Battle Pass drauf. Aber nur für Flobby. Und du darfst dir den erst nach einem Jahr holen. Spaß. Yo. Einfach einem Jahr, einfach Battle Pass 3000. Also wir halten fest, ich muss dir den Battle Pass für Season 5 kaufen. Mit 25€ wert, genau. Ach, nicht den Load Pass? Nö. Wieso nicht? Komm, den Load Pass. Wenn schon, denn schon. Alter, halt's im Maul. Okay. Ja, Spendenlink ist unten in der Videobeschreibung. Spendet mir mal gerne 25€. Nee, das ist mein Spendenlink. Oder werdet natürlich Unterstützer auf meinem Kanal. Wäre mega cool. Das wäre nice. Schaut gerne beim Flobby vorbei. Ja, bro, ich kann halt die Bestrafung jetzt nicht machen, gell? Also halt direkt, erst wenn er halt da draußen ist. Im Stream machst du das dann bestimmt. Ich weiß gar nicht, wann das Video, wann kommt der Battle Pass eigentlich? Donnerstag, glaube ich, oder Mittwoch. Ja, das Video wird wahrscheinlich vorher kommen schon. Das Video wird wahrscheinlich so am Montag oder Dienstag kommen, keine Ahnung. Deswegen, Leute, schreibt alle mal unten in die Kommentare rein, ob ihr genauso gehypt seid auf Season 5 wie wir. Und ich schon. Jetzt schon, das kann ich mir vorstellen. Oh Mann. Und schreibt mal rein, ob wir das mal mit Zuschauern machen möchten. Kommt gerne auf dem TS vorbei, boblo.com ist die Teams-VIP. Schaut beim Flobby vorbei. Der hat auf jeden Fall... Macht bei dem die 10k voll. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Euer Bubbler. Bis zum nächsten Video. Ciao.